wollte euch gerne einen Überblick geben, was ich in den letzten 7 Jahren und an Seminaren besucht habe, die damit zu tun haben, unternehmerisch einfach weiterzukommen. Und im Prinzip eins der ersten Hörbücher, was ich gehört habe zu dem Thema, war vom Professor Faltin, so ein Wirtschaftsprofessor aus der Uni in Berlin. Kopf schlägt Kapital und der macht dieses Gründen aus Komponenten. Bei dem habe ich dann auch mal einen Vortrag in München gesehen und das hat mich ziemlich inspiriert und eigentlich auch während meiner ganzen Unternehmerei dann nicht mehr losgelassen, weil im Prinzip bei jeder neuen Aufgabe, die im Unternehmen entstanden ist, habe ich mir gleich überlegt, wie kann ich die früher oder später auslagern? Und wenn man sie von vornherein dann so designt, dann hilft das einem später natürlich ungemein weiter. Also er hat das in diesem Hörbuch oder in seinen Vorträgen am Beispiel der Teekampagne, wo er Darjeeling-Tee nach Deutschland tonnenweise importiert und sie eben nicht in den 50 Gramm Probierpackungen, sondern eben in Kilobeuteln verkauft und damit hochwertigen Tee zu sehr preiswerten Preisen. Und die Idee dahinter ist einfach, die Wertschöpfungskette brutal zu reduzieren. Und einfach quasi One-Stop-Shopping zwischen dem Hersteller nur noch eine Stufe dazwischen ha zu haben, bis es dann direkt an den Verbraucher geht. Und der normale Teehandel, der funktioniert halt so, dass der halt durch vom Hersteller über den Exporteur im Herstellerland über mehrere Räder, die während dem Verschiffen das mehrfach durchverkaufen, dann das Verpacken in die kleinen Verpackungseinheiten und so weiter und dann zum Schluss der Teehandel und der kippt dann den 2-Kilo-Sack nochmal aus und verkauft ihn dann handverlesen in Gramm abgemessen in einzelne Beutel. Und dadurch wird halt einfach der Tee unglaublich teuer. Und das ist ihm halt aufgefallen, als er dann mal im Himalaya war und festgestellt hat, wie preiswert der Tee dort ist. Und dann hat er sich gefragt, warum muss der unbedingt eine Marge von Faktor 1000 haben, bis der bei uns landet, obwohl die Teebauern hier fast verhungern. War sehr schön. Dann bin ich auf ein Hörbuch vom Stefan Mehrath, da hatte ich ja am Anfang schon von erzählt, gestoßen. Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ich habe es gekauft trotz des Namens. Und es hat mich sehr gefesselt, weil es erzählt ist wie quasi ein Roman und wirklich auch richtig spannend erzählt ist. Und es ist ein Gespräch zwischen einem Unternehmensberater und einem Unternehmer, der sich quasi krankenhausreif gearbeitet hat, also so klassischer Burnout, bis er halt irgendwann sein PC kam in sein Gesichtsfeld und dann sah er den Schreibtisch nur noch von unten. Und dann, als er wieder wach geworden ist, war er im Krankenhaus. Und an der Stelle hat ihm dann halt ein Freund, ein Unternehmensberater empfohlen. Und die Geschichte davon geht dann immer dieses Zwiegespräch zwischen dem Unternehmensberater und diesem Unternehmer. Und dann erzählt er wieder, wie es nach der Beratung dann in seinem Unternehmen weiterging. Dass die Theorie aus der Beratung dann natürlich auf die harte Realität trifft und natürlich alles nicht so eintritt, wie man es vorher geplant hat. Und da sind einfach sehr schöne Methoden drin. Zum Beispiel auch, wie man sich Ziele setzt und wie man sicherstellt, dass man die Ziele auch erreicht. Also viele machen ja Zeitmanagement, aber selbst wenn du deine Zeit komplett gemanagt hast und alles abgearbeitet hast, was da drin ist, ist ja nicht sichergestellt, dass du trotzdem deine Ziele erreichst. Und er beschreibt darin zum Beispiel ein Zielplanungs- und Erreichungssystem. Und geht natürlich auch ein bisschen in die Psychologie rein. Was kann man machen, um sich selber unter Druck zu setzen und auch ein bisschen, um die Ziele ins Unterbewusstsein so zu verankern, dass du quasi auf Autopilot drauf zuläufst? So ein bisschen, was du gemacht hast mit diesem, ich schaff das, wenn nicht, wenn ich Summe X an Genau. irgendwas, was ich nicht unterstützen möchte. Also mit Belohnung und Strafe Ja. und was einfach auch sehr gut funktioniert, ist
seine Ziele dann in einer Gruppe bekannt zu geben und einfach nur, alleine nur der soziale Druck. Ich hab's einem guten Freund erzählt und wenn ich hinterher zugeben muss, ich hab's nicht geschafft, einfach nur die Blamage, die möchte sich kaum jemand geben, das reicht für die meisten kleinen Sachen. Für die großen Sachen, wenn man sich was richtig Großes vorgenommen hat, sollte man schon... Kannst du noch mal kurz... Aber das war jetzt ein Buch, ne? Das war ein Buch und das gibt es aber auch als Seminar vom Stefan Mehrath. Du hast nur das Buch gelesen. Ich habe das Buch gelesen, ich habe das Seminar besucht. Ach so, hast du auch, ich habe danach auch das weiterführende Seminar, was noch stärker auf die Psychologie eingeht. Was das Buch heißt, Die Kunst, deine Kunden zu lieben. Der Hintergedanke davon ist, ich mache mein Marketing so, dass ich die Leute anziehe, die ich, mit denen ich sowieso am liebsten zusammenarbeiten möchte. Also man sucht, man erstellt sich im Geist seinen Lieblingskunden oder den Menschen, man denkt über den Menschen nach, den man am meisten liebt oder die Gruppe von Menschen, die man am meisten liebt und überlegt sich, was haben die für Gemeinsamkeiten und richtet sein Marketing und sein Angebot genau darauf aus, dass es eben exakt solche Leute anzieht. Okay. Dann hat der Stefan Mehrath gemeinsam mit dem Eugen Simon ein Webinar gemacht. Und beim Eugen Simon hatte ich eigentlich den kompletten Durchbruch. Für mich persönlich. Also zu der Zeit war ich sag mal, rheumatisch krank. Hatte als sehr große Gelenkschmerzen, konnte deswegen schlecht schlafen und war extrem unausgeglichen. Und er macht ein Seminar, das heißt Sprungbrettseminar. Das findet so 2-3 Mal im Jahr in Deutschland statt. Und in diesem Seminar geht es darum, dass man sich über verschiedene Lebensbereiche, er macht die Lebensbereiche Gesundheit, Beziehungen und Karriere, wobei in Karriere auch Geld, Finanzen im Prinzip mit drin ist. Und bei dem ersten Sprungbrettseminar hatte ich mir dann rausgesucht, ich kümmere mich jetzt mal um meine Gesundheit. Und man beleuchtet dann einfach diese Bereiche sehr intensiv, schreibt auf, was ist meine Situation, was kotzt mich dran an, was kostet es mich, wenn ich das weiter so lasse, welchen potenziellen Erfolg hätte ich, wenn ich was ändere? Und zu guter Letzt, wie möchte ich es haben? Erstmal in der realistischen, für mich in einer Form, die sich für mich so anfühlt, als ob ich sie erreichen kann. Und dann nochmal in einer eher visionären Form. Wie hätte ich es gerne? Was wäre mein absolutes Ideal? Und dann ist halt auch NLP Partitioner und mit NLP-Prozessen macht der dann über an den 2 Tagen so ein paar Prozesse mit der kompletten Truppe und die Ziele, die du dir vorher ausgedacht hast, die programmierst du dir quasi damit ins Unterbewusstsein und dann ist auch wieder dieses Loslaufen auf Autopilot, du kannst es eigentlich gar nicht mehr verhindern. Also damals hatte ich mir nur eins der Ziele, die ich mir vorgenommen hatte. Ich habe immer Laufen gehasst und Eugen ist Marathonläufer und er erzählte davon, wie er halt Marathon gelaufen ist und wie das alles so ganz toll ist. Und habe gedacht, am ersten Tag vom Seminar, in der Mittagspause, naja, probierst es auch mal. In der Mittagspause bin ich das erste Mal gejoggt. Am zweiten Tag in der Mittagspause wieder, ich bin auch schon ein Stück weiter gekommen. Und mein Ziel, was ich mir dann gesetzt habe, ist, ich möchte in einem Jahr eine Stunde Ausdauersport machen, ohne dass es mich anstrengt. Also mit Leichtigkeit eine Stunde Ausdauersport machen zu können. Bei uns im Dorf, also das war Anfang November und Ende Dezember, also Silvester, ist bei uns immer der Silvesterlauf mit 10,1 Kilometer.
Da bin ich mitgelaufen. Und okay, es war nicht mit Leichtigkeit, aber ich war über eine Stunde unterwegs und ich bin ins Ziel gekommen und war alles gut. Eine Stunde 7 Minuten oder so. Also nach 2 Monaten Training war ganz, ganz gut, 6 Minuten Schnitt zu laufen. Dann das Gedankendoping-Seminar, das fand ich einfach so klasse vom Eugen. Also Eugen Simon heißt der. Dann bin ich gleich 2 Wochen später nochmal hin mit meiner Tochter zusammen. Und dann habe ich halt den nächsten Lebensbereich. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ob das Finanzen war oder Beziehung. Ich glaube, Finanzen und Karriere habe ich dann bearbeitet. Und ich habe vom Eugen Simon auch ein Hörbuch gekauft. Das heißt, in 7 Tagen zum Erfolg. Das ist quasi so ein Mini-Sprungbrett-Seminar. Das sind 7 CDs, hörst dir jeden Tag eine an und stellst dir genau diese Fragen zu dem Lebensbereich, der im Moment bei dir klemmt. Und das habe ich letztes Jahr jeden Monat einmal durchgearbeitet. Und da ist natürlich sehr lange und ausführlich erklärt, was die einzelnen Prozesse tun und wie man das macht. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann habe ich nur noch auf die Prozesse reduziert, also die Zeiten, wo du aufschreibst und dir deine Fragen beantwortest, was dich quält, was du ändern möchtest, wie du es haben willst, was deine Ziele sind und was die Idealsituation ist. Und dann eben diese paar Meditationen durch und dann habe ich es wieder einprogrammiert und dann läuft's, ohne dass ich großartig Act mache, um das zu erreichen. Also sehr bemerkenswert, wie das funktioniert. Dann kam das Neurostrategie-Seminar. Also das gehört zu dieser vom Stefan Mehrath, gehört zu diesem Buch oder ist das Pendant zum Buch Die Kunst, deine Kunden zu lieben. Und da geht es darum, eine Vision für deine Firma zu entwickeln. Also der Titel des Buches heißt Die Kunst, deine Kunden zu lieben. Und das Seminar heißt Neurostrategie. Und da schaut man im Prinzip durch, was sind die Sachen, die Leute, die ich am meisten mag, wovon hätten die den größten Nutzen? Und vor allem, wo sehen die ihren größten Engpass? Also das Ganze... Die ganze Strategie, die der Stefan Mehrath so vermittelt, beruht auf der EKS, Engpass-konzentrierte Strategie. Die geht zurück auf den Dr. Neves und die, vielleicht fällt sie mir gleich wieder ein, und die EKS, die guckt halt danach, wo gibt es im Markt wirkliche Engpässe, Wachstumsengpässe in irgendwelchen Firmen? Und wie kannst du deine Firma darauf ausrichten, um genau diese Engpässe zu adressieren? Und da gibt es halt quasi ein 7-Schritte-Programm, was an einer Stelle ein bisschen hakt, weil es gibt 2 Punkte, die voneinander abhängen. Die bauen da drin eigentlich aufeinander auf, aber du kannst die eine Aufgabe nicht lösen, bevor du die andere gelöst hast oder den anderen Gedanken fertig gedacht hast. Deswegen muss man an der Stelle so ein bisschen iterieren. Aber im Prinzip ist es eine tolle Strategie und funktioniert gut. Ist dummerweise in Deutschland sehr unbekannt, aber das liegt kurioserweise daran, dass die EKS für sich selber nur ein sehr schlechtes Marketing macht. Es gibt eine Gruppe um die EKS herum, also eine Arbeitsgruppe, und deren Webseite, die sieht also noch mehr aus von anno dazumal wie meine eigene. Und das erinnert so ein bisschen so an den muffigen Gestank von IHK-Meetings. Aber nichtsdestotrotz, die Strategie finde ich wirklich toll. So. Kann man sagen, dass die Kunst, seine Kunden zu lieben, so eine Art Nachfolger ist von Der Weg zum Unternehmer? Baut im Prinzip darauf auf, ja. Okay. Der Unternehmer, das erste ist mehr, wie strukturiere ich mein Unternehmen? Okay. Und
insbesondere baut es auf dem Verständnis, dass es in Unternehmen oder dass es Selbstständige gibt oder Freelancer, dass es Manager gibt und dass es Unternehmer gibt. Und dass für alle drei Arten, von wie du arbeiten musst, ein komplett anderes Mindset notwendig ist. Im Prinzip, der Selbstständige macht alles selber. Und seine Selbstständigkeit ist normalerweise entstanden aus einem unternehmerischen Anfall. Und je mehr er ins Geschäft kommt, umso weniger unternehmerische Gedanken macht er sich normalerweise. Und bleibt im Prinzip im Doing drin. Also insbesondere, wenn die Auftragslage gut bleibt, dann arbeiten die sich in der aller Regel zu Tode. Und neben Rechtsanwälten haben Freelancer und Selbstständige die niedrigste Lebenserwartung. Also, okay, die Manager, das sind halt die Angestellten, Geschäftsführer zum Beispiel, oder Manager in einer Angestellten-Situation in größeren Unternehmen. Geschäftsleitung quasi. Nicht Geschäftsleitung, auch Teilbereichsleitung oder Geschäftsfeldleitung. Also mittleres bis höheres Management. Ja. Genau. Und bei denen ist es halt so, deren Aufgabe ist es, in der Firma Systeme zu schaffen und zusehen, dass die Leute, die an sie berichten oder die für sie arbeiten, dieses System so gut wie möglich und so effizient wie möglich abarbeiten können. Also als Manager bist du dafür verantwortlich, für die Effektiv deiner Mitarbeiter. Und dass die gute Arbeitsbedingungen haben. Und damit die effektiv sein können, müssen an der Stelle eigentlich die Rahmenbedingungen möglichst konstant sein. Also wenn ich jeden Morgen an meinen Rechner komme und der Browser funktioniert jeden Tag ein bisschen anders, da kriege ich halt einen Vogel, wenn ich effizient einfach damit arbeiten möchte. Also der Manager hat jetzt das Ziel, möglichst konstante Verhältnisse für seine Mitarbeiter zu schaffen. Was natürlich bei den Mitarbeitern auf die Dauer zu einer gewissen Langeweile führt und zu einer gewissen Lernresistenz, weil sie einfach sich wenig weiterentwickeln müssen. Und der Unternehmer, das ist die zerstörerische kreative Kraft, der guckt sich immer wieder die Prozesse so aus der Vogelperspektive an und sagt, das ist noch nicht optimal und das ist noch nicht optimal und global kann ich dies und jenes noch optimieren. Und der zerstört im Prinzip dem Manager immer wieder die Prozesse. Damit du das aber machen kannst, brauchst du ein komplett anderes Mindset. Und die typischen Wachstumshürden vom Selbstständigen bis zum Unternehmer, die resultieren daraus, dass du diese Stufen gehen musst. Selbstständiger, Manager, andere Denke, Manager, Unternehmer, wieder andere Denke. Und das ist halt in dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer sehr schön erklärt. Beim Neurostrategie-Seminar erzählte dann irgendjemand, oh, wir gehen zum Tony Robbins. Und was ist das? Ach, das ist so eine Chaka-Veranstaltung. Und meine Freundin, Chaka-Veranstaltung? Nee, so einen Scheiß brauche ich nicht. Naja, Stefan, mittlerweile hat er ja doch einen ziemlichen Respekt oder sich erarbeitet. Und er sagte, also guck's dir trotzdem mal an. Ich weiß auch jemanden, der hat zwei Karten zu verkaufen. Der hat die letztes Jahr auf dem Seminar günstig gekauft. Und der kann jetzt an dem Termin nicht. Guckt euch mal an, sprecht mal mit ihm. Naja, Karten gekauft, nach London geflogen. Tony Robbins Unleash the Power Within ist die Party deines Lebens. Also, das ist immer, das war bisher immer das Wochenende, an dem ich am meisten getanzt habe vom ganzen Jahr. Tony Robbins macht eigentlich Persönlichkeitsweiterbildung oder Persönlichkeitsentwicklung
und erzählt viel aus der Psychologie, wie wir so funktionieren, welche Wertesysteme wir haben, was so unser innerer Antrieb ist, basierend auf unseren Needs, Bedürfnissen. Und er unterscheidet da eben zwischen 6 Bedürfnissen, die unser Antrieb sind, und unsere Individualität, die entsteht daraus, dass diese 6 Bedürfnisse unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Und das Seminar läuft eigentlich immer so ab, 3/4 Stunde Vortrag und dann Musik an, aber gib ihm, und dann macht er 5 Minuten Party. Und immer dieser Wechsel zwischen ruhig sitzen, zuhören, schreiben wie irre und dann aufstehen und rumspringen und Party machen. Dieser Wechsel zwischen Lernen und einem starken emotionalen Erlebnis hilft einem, schneller zu lernen. Durch ein emotionales Erlebnis lernst du einfach Faktor 20 mal schneller, als wenn du es versuchst, dir so einzuprägen. Du kannst es genauso lernen, wenn du es sachlich machst, also ein Buch liest. Du musst es aber 20 Mal lesen, bis du es so drin hast, wie wenn du es gemerkt hast in einer Sache, wo dir extreme Schmerzen, große Freude, Kribbeln im Bauch oder was immer vermittelt hat. Also das Allereinfachste ist, die Mutter sagt dem Kind, fass nicht auf die Herdplatte. 20 Mal, das Kind hat es immer noch nicht gelernt. Es fasst einmal drauf und sie war heiß, hat ein starkes emotionales Ergebnis und für immer gelernt. Und in diesem Wechsel machen die halt Inhalt, 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 Party. Inhalt, 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 Party. Und zum Schluss des ersten Tages machen sie dann das über die heiße Kohlen laufen. Und auch er macht ziemlich viel mit NLP. Und im Prinzip ist es wie das Gedankendoping-Seminar in groß, über 4 Tage. Und er handelt eigentlich alle Lebensbereiche innerhalb von diesem einen Seminar ab. Was der Eugen halt beim Gedankendoping, weil es auf 2 Tage geschrumpft hat. Also Eugen Simon macht es eben in Deutsch, in einer mehr meditativen Atmosphäre und viel ruhiger und eben komprimiert und nimmt aber total viele Anleihen vom Tony Robbins. Ich habe sie immer bisher gebraucht gekauft, in Anführungszeichen. Also am Ende von Unleash the Power Within verkaufen sie die Tickets fürs nächste Jahr und dann kosten halt 2 Stück um die 1000 Pfund. Zwei Stück zusammen. Okay, das geht ja. Und du kannst sie normalerweise so Vierteljahr oder 2 Monate vorher für 600, 800 Euro das Stück auf eBay schießen. Das ist ein 4-Tages-Seminar in London. Also du brauchst ungefähr nochmal die gleiche Kohle in London. Das nächste ist jetzt am Ende November mit, also, in San Jose. Ja. Und da kostet das günstigste Ticket jetzt $900. Was kostet das? Ja. Ausgekauft. 3.000. Das ist aber auf der Tony Robbins Seite, ne? Und jetzt gehst du auf eBay, USA oder .com und dann Unleash the Power Within San Jose 2017 und dann findest du halt 2 Tickets for $600 oder mach ein Angebot. Das ist doch besser. Also ich würde sie nur gebraucht kaufen. Also die werden halt immer teurer, je dichter das Seminar kommt, aber umso mehr Angebote kommen dann eben auf eBay rein. Aber hat dir viel gebracht. Also gehst du jedes Jahr hin. Toni ist so eine Spaß. Also, nachdem ich das erste Mal da war, es war so tiefgreifend emotional. Ein Vierteljahr lang sind wir geflogen. Also, bei mir wirkt sowas nicht. Wenn jemand so viel Geld nimmt für sowas, das hat immer so einen schlechten Touch für mich. 1000 Euro oder 1000 Euro bezahlen soll, um dort mal heiße Kohlen zu laufen oder Musik zu hören und 5 Stunden, 3 Stunden Vortrag.
Das hat irgendwas mit Guru und irgendwelchen In gewiss, also Sektentouch, das ist man muss sich drauf einlassen wollen, aber ich kann, darf jeder seine eigene Meinung dazu haben. Mir hat es persönlich total viel gebracht. Ich bin begeistert, weil du halt so viel bezahlt hast. Nee, weil es so viel gebracht hat. Nee, aber das macht ja jeder für sich. Aber ja, wie gesagt, da kaufe ich mir lieber 50 oder 100 Euro in Buch und E-Book oder ja. Die Intensität des Lernens ist einfach was ganz anderes. Deswegen bin ich auch hier, weil ich meine, ich könnte das genauso gut zu Hause sitzend machen, was ich hier treibe. Aber wenn ich es bei mir zu Hause mit dem Laptop in der Hängematte, wobei bei dem Wetter zu Hause jetzt eh nicht mehr, könnte ich genauso gut machen. Aber ich weiß genau, die Nachhaltigkeit ist nicht so, wie wenn ich das hier in der schönen Atmosphäre und... Nachhaltigkeit ist auch für 500 Euro. Die Nachhaltigkeit entsteht durch die Atmosphäre und das tiefgreifende emotionale Erlebnis. Und das kann er zaubern wie kein anderer. Naja, als nächstes bin ich dann auf das Thema SEO, Search Engine Optimierung, gestoßen. Das war Thomas Klusmann, Gründer.de, der hatte eine Veranstaltung dann gemacht, die hieß Contra. Ist Kunstwort aus Conversations und Traffic. Also wie kriege ich viel Traffic auf die Webseite und im nächsten Schritt, wie mache ich meine Webseite so, dass sie auch konvertiert. Also sprich, zunächst mal Kontakte generiert, im zweiten Schritt Interessenten, die im Verkaufstrichter ein bisschen weiter runtergerutscht sind, dann das Angebot raus und zum Schluss, dass da Kunden raus werden. Und wie man eben jeden Schritt auf dieser Kette optimiert. Das war jetzt, also mir hat es zu dem Termin vom Verständnis für SEO sehr viel gebracht, aber er ist auf einem recht basic Niveau. Ich nehme an, das ist für euch zum größten Teil bekannter Inhalt. Der Stefan Mehrath, der Tony Robbins, der Eugen Simon erzählen alle immer wieder von dem Thema Brain Trust oder Mastermind-Gruppe. Und ich betrachte das hier jetzt auch einfach als eine große Mastermind-Gruppe und wie wichtig das ist. Ich habe dann danach angefangen, in zwei Mastermind-Gruppen mitzuarbeiten. In einer, da haben wir uns quartalsmäßig getroffen, das war eine moderierte mit einem bezahlten Moderator. Das war sehr intensiv, da waren auch Leute dabei, die unternehmerisch deutlich weiter waren wie ich. Und dann haben wir noch eine zweite angeschlossen, die wir quasi in Eigenregie in Stuttgart machen. Und weiß nicht, das sind wir jetzt beim 43. Meeting oder sowas in der Größenordnung. Und da treten wir uns immer gegenseitig so ein bisschen in den Hintern, um da weiterzumachen und tauschen uns aus. Ja, Braintrust. Dann bin ich auf den Jürgen Höller aufmerksam geworden. Der macht jedes Jahr so einen Motivationstag. Das ist dem seine große Werbeveranstaltung. Da holt er 10 Sprecher, die irgendwie ihren Bauchladen aufmachen, die so ihre Free Gimmicks für den Anfang, so die Speerspitze-Produkte präsentieren und dann eben draußen ihren Bücherstand haben und ihre Seminare dann auch verkaufen. Also es sind meistens 10 verschiedene Sprecher aus 10 unterschiedlichen, ich sag mal, von Körpersprache über Verkauf, über Webseitenmanagement, über Internetshops und so weiter. Also einfach sehr schön, um sich von vielen Sprechern inspirieren zu lassen und zu gucken, von wem von denen kann man gut lernen. Der Jürgen Höller ist jetzt ein Typ, der ist nicht jedermanns Sache. Am Anfang habe ich ihn als sehr, sagen wir einfach, als arrogantes Arschloch gehalten.
Aber mittlerweile habe ich echt eine Hochachtung vor dem seiner Lebensleistung und von dem, wie vielen Leuten der einen Kick in den Arsch gegeben hat, so dass sich bei denen was bewegt hat. Also insbesondere habe ich es gesehen, vor gut 2 Jahren habe ich das dann mal an meine Schwester empfohlen, die ist auch hingegangen zum Mutti-Tag und die hat dann noch 2 Seminare bei ihm gebucht und das Mädel ist seitdem abgegangen wie eine Rakete. Die hat bis vor 2 Jahren bei meinen Eltern noch im Haus gelebt, also in einer separaten Wohnung schon, ja. mit ihrer eigenen Familie, aber die hat unser Elternhaus nie verlassen. Und was die seitdem auf die Beine gestellt hat, das, also ich habe sie echt immer für eine blöde Göre gehalten. Und mittlerweile, es macht so einen Spaß, sich mit dem Mädel zu unterhalten und wie die unterwegs ist und wie sie sich geistig weiterentwickelt hat. Und da muss ich sagen, da hat der Jürgen einfach einen großen Anteil dran gehabt. Und das war schon toll. Überwinden eigener Grenzen, das gibt es eh nicht als Light the Fire. Das war eine Einmalveranstaltung vom Stefan Mehrath. Menschler, ah ja, beim Jürgen Höller war der Sharon Jörn und der verkauft alten Wein in neuen Schläuchen. Und er macht eine Strategie, wie er seine Kunden oder seine Mitmenschen in 4 verschiedene Kategorien einteilt. Den Phlegmatiker, den Sanguiniker, den Choleriker und der letzte heißt, komme ich gerade nicht drauf. Aber jedenfalls, wie man die Charaktere seines Gegenübers ganz schnell erkennen kann, so dass man ihn quasi so begrüßen und kennenlernen kann, dass man sich relativ schnell Vertrauen gewinnt. Was insbesondere natürlich im persönlichen Verkauf sehr, sehr nützlich ist, aber was auch sonst das Miteinander mit deinen Mitmenschen sehr viel einfacher macht, weil du weißt dann halt, dein Freund, deine Freundin und so, das sind halt Menschen von diesem Typ und die wollen so und so genommen werden. Das heißt jetzt nicht, dass du dich auf Jahr und Tag verstellen musst und darauf einstellen musst, aber es macht einen viel toleranter dafür, wenn man manchmal so Reaktionen nicht verstehen kann oder lässt einen selber auch eine gute Strategie dafür entwickeln, wie gehe ich mit sowas um? Und Sharon Jörn schafft es vorzüglich, das alles so zu verpacken, dass du dich dabei völlig schlapp lachst. Also es ist eine halbe Comedy-Show, was der veranstaltet. Und es kommt aber trotzdem ziemlich viel Content rüber. Und macht einfach tierisch viel Spaß bei ihm. Der Name von dem ist? Sharon Jörn schreibt sich Gereon. Gereon. Jörn, J-Ö-R-N. Und menschler.de ist, glaube ich, seine Website, aber ich bin mir nicht mehr ganz. Was auf alle Fälle geht, ist AG-Seminare. Steht aber hier auch. Das Menschler Weekend, das. Ne, am 10.05. war das. Wobei das Menschler Day, ja. Und das sind so Veranstaltungen, also der Menschler Day ist auch so seine billige Einstiegsdroge, kostet, weiß nicht, 49 oder vielleicht mittlerweile 99 Euro, also ganz kleines Geld. Und es ist einfach ein Tag, der einem viel bringt im Umgang mit anderen Menschen. Dann die nächstgrößere Veranstaltung vom Jürgen Höller sind die Power Days und da macht er im Prinzip so ein ähnliches Programm auch wie der Eugen Simon. Es ist auch ganz viel abgeguckt vom Anthony Robbins. Er macht auch diese Analyse, wie möchte ich es haben, wie programmiere ich es mir ein und er macht dann halt so Stahlstangen verbiegen oder Pfeile hier zwischen
Zerbrechen und solche Späßchen. Und es ist einfach immer eine tierisch geile Stimmung auf den Veranstaltungen. Und war jetzt auf dem Power Days auch schon zweimal, weil es einfach richtig schön ist und weil man einfach auch tolle Leute dort kennenlernt. Was der Jürgen recht extensiv betreibt, ist dann Upselling für seine weiteren Produkte und für seine weiteren Seminare. Also bei ihm gehen normalerweise, ich sag mal, 2/3 der Teilnehmer raus und haben bei ihm irgendein Folgeseminar gebucht. Die Power Days gibt es meistens kostenlos oder wirklich für ganz kleines Geld, 2 Tage 100 Euro in der Größenordnung. Und dann aber die Seminare, die er dann danach anbietet, die kosten dann so zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Sind dann meistens aber auch 3 Tage bis eine Woche. Gut. Die nächste Location wird noch besser. Wenn du sagst, pro Woche. Ganz im Ernst, du kriegst das Ding auch für 5.000 Euro voll, dann hast du zwar eine komplett andere Gruppe. Ja, ja. Dann musst du Löffel verbiegen. Und dann ja, musst du okay. Ein bisschen mehr durch 5.000 verbiege ich alles. Reine Geisteskraft. aber wenn du sagst, clever, zu diesem Thema clever. Kann ich noch ein bisschen was erzählen? Wie weit fortgeschritten von der Zeit sind wir denn? Halbe Stunde. Okay. Kann ich noch ein bisschen was erzählen über die 3 DVD-Sets, die ich mit dabei habe? Das könnte zu diesem Thema clever noch bezüglich Upselling sein. Dann habe ich mich ein bisschen beschäftigt mit Börse. Das war so die Zeit, wo ich eingestiegen bin und habe so die ersten Trades gemacht. Da hat die Stuttgarter Börse, das macht aber eigentlich nur Sinn, wenn man wirklich in Stuttgart wohnt, die macht im Herbst immer so ein Programm von 6 oder 7 Terminen, wo sie die unterschiedlichen Produkte, die man an der Börse handeln kann, erklären und wie die funktionieren. Und was die einzelnen Vor- und Nachteile davon sind. Praktisch kriegt man dieses Wissen aber auch alles aus Webinaren und YouTube-Videos. Wobei mir sind die Präsenzseminare eigentlich immer lieber, weil ich merke, da lerne ich mehr und schneller und ich kann konzentrierter dabei bleiben, als wenn ich es mir alleine auf der Couch mit auf dem Fernseher anschaue. Dann kam nochmal. Experten kompakt, das war ein Seminar von Johannes Köber. Das ist wer von euch zahlt noch Steuern in Deutschland? Alle, ne? Das ist ein Nürnberger Steuerberater, Johannes Köber. K-Ö-B-E-R. Und sein Buch heißt Steuern, Steuern. Und in diesem Buch geht es darum, wie wirst du vom Einzelunternehmer zur GmbH, ab wann lohnt sich's? Und wie setzt du deine GmbH so auf, dass du quasi ein Limit hast von 25%? Dass du auf dein Gesamteinkommen nur 25% Steuern bezahlst. Also einfach, wenn ihr euch überlegen wollt, ob es das für euch bringt, man muss so in der Größenordnung, er sagt ab 50.000 Jahresgewinn, würde sagen, aufgrund der Gründungskosten der GmbH würde ich es eher so in Richtung 70.000 verschieben, weil, also ich habe das letztes Jahr gemacht, die Umstellung vom Einzelunternehmer auf eine GmbH und ich hätte jeden Monat über die Rechnung, was die scheiß GmbH-Gründung kostet, kotzen können. Da verjuckst du ungefähr, 7.000, 8.000 Euro für. Und die musst du jetzt eigentlich erstmal wieder als zusätzlichen Gewinn reinfahren in dem Jahr, damit sich das lohnen kann. Also von daher, ab einem
Gewinn von 70.000 Euro als Einzelunternehmer macht dem seine Strategie zu verfolgen Sinn. Und es basiert im Prinzip darauf, dass du innerhalb der GmbH einen festen Steuersatz hast und dass du dir selber als Auszahlung nur so viel rauslässt, dass du mit deiner privaten Steuer auch bei diesen 25% bist und dass du die Gewinne in der Firma anwachsen lässt. Und solltest du jetzt einfach mal privat mehr Geld brauchen, dann gibt die Firma dir einfach einen Kredit, den sie fröhlich verzinst und den du irgendwann mal zurückzahlen musst. Wenn deine GmbH Pech hat, bist du halt vorher gestorben. Und also ich habe jetzt einfach mir mein Gehalt relativ niedrig festgelegt und lass die Gewinne einfach in der GmbH anfallen und so zahle ich auf mein ausgezahltes Geschäftsführergehalt voraussichtlich ungefähr 25% und der Rest geht mit Körperschaftssteuer auch mit 25% und damit habe ich das Limit. Und weißt du, wenn ich sonst, ich sag mal, 150.000 Euro im Jahr an Gewinn hätte, als Einzelunternehmer, dann sagt das Finanzamt 45% oder 47% und die sind dann schon mal weg. Und das macht dann schon Spaß. Und dann ist auch, was die Bilanzerstellung beim Steuerberater kostet und was die die doppelte Buchführung und all so ein Schlons, was so eine GmbH mit sich bringt, aber das ist dann einfach mitbezahlt. Zumal,